Wir sind Teleskop, wir sind ein Musikproduzentenduo aus Leipzig und arbeiten an Klanggestaltung für verschiedene Projekte. Und gerade sind wir mit dem Klangarchäologie-Projekt beschäftigt. Wir machen das jetzt hier, weil wir einfach die Feinheiten von einem Gebäude halt festhalten wollen und mit den Sachen, die in diesem Gebäude halt auch sind, arbeiten möchten. Und bis dahin das Musikstück entsteht dadurch und wir das aufführen können. Es geht ja von verfallenen Industriedenkmälern schon eine große Sogwirkung in visueller Hinsicht aus. Und es gibt plötzlich ein anderes Gefühl von dem Gebäude aus, wenn jemand anders reingegangen ist und es plötzlich saniert wird und völlig anders aussieht. Und genau dasselbe passiert mit den Gebäuden akustisch eigentlich auch. Die Maschinen sind irgendwann raus oder was auch immer drin war, ist irgendwann raus. Und es gibt dieses Zwischenstadium des äußerlichen Verfalls, wo sich auch der Klang ständig verändert. Die Fenster sind kaputt und rausgerissen. Und der Zustand fasziniert uns und wir möchten das gerne festhalten, aber in Audioform eben. Wenn wir das Gebäude sprechen lassen wollen, müssen wir auch auf das Gebäude eingehen. Das heißt, wenn ich jetzt klatsche, dann ist eigentlich das Wichtigere, was da hinten rauskommt, als das, was jetzt gerade hier passiert. Das heißt, wenn ich einen Ton einspiele mit einem Akkordeon oder mit einer Flöte, dann habe ich zwar den Ton, aber das, was als Oberton selber im Raum entsteht, was wir aufnehmen, das ist eigentlich das, was wir verwenden. Und das ist ein bisschen eine andere Grundlage, diesen Raum oder überhaupt dieses Haus oder das Gebäude in die Musik noch mehr zu verweben. Wir versuchen, das als Grundlage zu benutzen, um kreativ an einer Komposition zu arbeiten, die anschließend mit echten Musikern aufgeführt wird. Also wir werden an diesen Ort zurückkehren und das geschriebene Stück aufführen.